Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Buchschnack. Sarah von Alice im Bücherland hat mich gefragt, ob ich nicht Bock habe auf eine Schnitzeljagd, auf eine burige Schnitzeljagd, und ich kenne das Format ja schon von ihrem Kanal. Ich verlinke euch Sarahs Kanal mal in der Infobox. Und ja, da hat sie mich gefragt, ob ich da nicht auch mal Lust drauf habe. Und ich habe da ja noch nie mitgemacht und ich finde es so spannend, dass ich natürlich sofort ja gesagt habe, ne? Bei solchen Sachen bin ich ja sofort dabei. Und wie mir das da so ergangen ist und was diese Schnitzeljagd überhaupt ist, das verrate ich euch gleich. Also, schnappt euch eine Tasse Tee, macht es euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Ja, was ist diese Schnitzeljagd überhaupt? Das sind fünf Aufgaben, die Sarah und ich uns gegenseitig stellen. Und diese Aufgaben lösen wir in einem Buchladen oder online. Das ist ganz egal, wie wir das machen. Und genau, diese Aufgaben müssen sich nicht zwangsweise um Bücher drehen. Also das können völlig andere Themen sein. Aber das Ergebnis sollte ein Buch sein, das zu der Aufgabe passt. Ich habe bei Thalia in Wolfsburg mal nachgefragt, ob die nicht Lust haben, mal mitzumachen bei dieser buchigen Schnitzeljagd, beziehungsweise ob ich das einfach da mal machen darf. Und habe mit Felix gesprochen. Felix arbeitet dort im Thalia und Felix war sofort dabei. Das fand ich total super. Der war ganz aufgeschlossen. Wir haben telefoniert miteinander, haben einen Termin gemacht. Ich war eine Stunde vor Ladenöffnung da. Da hat Felix mich schon reingelassen. Einfach weil ich, wenn dort Leute gewesen wären, ich jeden hätte fragen müssen, ob es in Ordnung ist, dass ich die eben auch filme, dass es sein kann, dass ich die eben auch filme, ob das in Ordnung ist. Es funktioniert datenschutztechnisch, ist das ein bisschen schwierig. Und darum war ich ganz froh, dass Felix mich eine Stunde vorher reingelassen hat. Und Felix und ich, wir haben diese Aufgaben super gelöst, wie ich finde. Ich hätte Ewigkeiten gebraucht, wenn Felix nicht da gewesen wäre, das kann ich auch mal sagen. Der Thalia ist so toll. Ich war das erste Mal seit der ganzen Corona-Zeit wieder in Thalia und das war so toll, dass, mein Gott, ich habe total vergessen, wie groß das ist. Naja, ihr werdet das gleich sehen. Good morning. Es ist genau kurz nach 8 und ich fahre jetzt zum Thalia nach Wolfsburg. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe nämlich mit Felix gesprochen. Felix arbeitet im Thalia und ich habe ihn gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich da einfach mal diese Schnitzeljagd filmen darf. Felix war gleich mit dabei, da habe ich mich sehr gefreut drüber. Und ja, da werde ich jetzt die fünf Aufgaben, die Sarah mir gestellt hat, hoffentlich beantworten können, beziehungsweise hoffentlich lösen können, die fünf buchigen Aufgaben. Ich habe das ja auch noch nicht gemacht, ne? Genau, jetzt fahre ich ungefähr, tatsächlich eine Dreiviertelstunde, das ist so, wenn man am Po der Welt wohnt. Schöne Grüße von Stimpy. Möchtest auch mal? Oh, du bist ein dicker Kloß. Ja. Nein, möchte ich nicht. Das musst du auch nicht, Schnubbi. Genau, das machen wir jetzt mal. Ich habe mir die Aufgaben auf dem Zettel geschrieben. Ich werde nämlich mit meinem Handy filmen, habe ich mir gedacht, weil mit der Kamera, mit der ich jetzt gerade das hier filme, ist es ein bisschen ungünstig. Es ist halt keine Vlogging-Kamera. Da muss ich permanent fokussieren, da habe ich keine Lust drauf. Das machen wir jetzt mal. Mein Selfie-Set. Könnte ein bisschen unangenehm werden. Ich stelle mich darauf ein, dass es mir ein bisschen peinlich wird. Aber ich tue einfach so, als wäre es mir nicht unangenehm und dann geht das auch wieder, ne? Mal gucken. So, Leute. Da ist der Thalia. Da gehe ich jetzt mal hin. Oh, da freue ich mich schon drauf. Wisst ihr, wie lange ich nicht mehr im Thalia war? Ewig. Hallo ihr Lieben. Hallo. Das ist der Felix. Felix arbeitet im Thalia. Wie lange arbeitest du denn eigentlich schon? Ich bin jetzt seit ungefähr 4 Jahren hier. Na, schon sehr lange. Ja, also ausgerechnet ein Jahr jetzt dann. Achso, bist du hier ausgebildet worden? Genau, ich bin auch hier in der Filiale direkt ausgebildet worden. Oh, natürlich praktisch. Und Felix hilft mir jetzt beim Lösen der Aufgaben. Das machen wir jetzt mal zusammen. Genau. Schauen wir uns mal die erste Aufgabe an, die Sarah mir gestellt hat.
Hi Steffi, ich freue mich mega, dass du bei der Schnitzeljagd dabei bist, die erste in diesem Jahr 2021. Ich wollte schon 20 sagen. Und ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Das sind nicht die neuesten. Ich habe die schon mal bei der einen oder anderen Schnitzeljagd verwendet, aber ich finde die einfach toll. Und ich glaube, ja, jeder setzt die ja auch noch mal anders um. Und bei jedem kommen da wahrscheinlich auch andere Werke raus und jeder gibt ihm das so seine persönliche Note. Das habe ich mir gedacht, die nehmen wir trotzdem nochmal. Es sind ein paar Lieblingsfragen dabei. Der erste Punkt wäre schon passend zum Jahr 2020. Die Zahl ist so ein bisschen negativ behaftet seitdem. Und wir sind, glaube ich, alle froh, dass dieses Jahr hinter uns liegt und wir uns neuem zuwenden können. Und ich möchte, dass du dir mal aus deinem Lieblingsgenrebereich, aus deinem Lieblingsregal in der Buchhandlung das 20. Buch greifst. Da lasse ich dir die freie Wahl, was es sein wird, also welches Genre. Ich bin sehr gespannt. Und dann greifst du dir mal das 20. Buch und vielleicht entdeckst du so ein neues Jahreshighlight und wir können dem der Zahl 20 nochmal so was Gutes anhaften. Tja, wie ich die erste Aufgabe gelöst habe, das seht ihr jetzt. Das heißt, ich muss jetzt aus meinem Lieblingsregal, das wäre Thriller und Fantasy, Science Fiction, nicht Science Fiction, Fantasy. Das Fantasy haben wir da drüben, Thriller sind hier bei der Spannung mit dabei, sind sie getrennt. Wenn es so Fantasy ist, Thriller sein sollen. Wollen wir mal erstmal, gehen wir rüber. Können ja mal Fantasy gucken. Ich drehe mal kurz die Kamera. Ist da? So, ich folge dir unauffällig. Machen wir hier mit Science Fiction zusammen. Nordische Wesen. Oh, vielleicht hole ich mir dann noch ein paar. Die Untoten. Ja, das ist ganz cool. Das ist so eine Buchreihe auch bei den Jugendbüchern manchmal mit dabei. Ich finde es hier allerdings ein bisschen schöner. Da sind so aus allen Kulturen der Welt verschiedene Untote mit bei und so ein bisschen deren Geschichte und Mythos erklärt. Also hat man hier auch sortiert, ne, aus Europa, Afrika, Ach was. Asien und so. Und ich finde das auch immer wunderschön bebildert, tatsächlich ja. handgemalt. Ja. Und dann halt so ein bisschen Legende aus Sachen dabei, die man halt gar nicht kennt eigentlich hier in Europa. Tatsächlich, das gibt's doch gar nicht. Ich habe letztens ein Buch gelesen, Vampire Academy, und da kam auch ein Dampir vor. Und ich habe mich gefragt, was sind denn Dampire? Jetzt steht das Ach, da auch. Krass, ja. So ein Zufall. Und es gibt halt hier mit den Untoten und dann auch halt mit den nordischen Göttern und den nordischen Wesen so ein bisschen in die Mythologie gehend. Also sehr spannend tatsächlich. Oh Mensch, ich fühle mich schon wieder direkt wohl. Toll. Ja, man stöbert, man findet immer was. Das ist Das sieht gefährlich. natürlich. Okay, aber wir wollen uns ja jetzt mal auf die. Warte Die Aufgaben konzentrieren, genau. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das eine Reihe? Das ist eine Reihe, ne? Das ist Arunowitsch, genau. Das sind die von London. Dann müssten wir die als eins sehen. Ist das alles einer? Ja, genau, bis zu dem. Bis hier? Das gehört auch noch dazu, das daneben auch noch und das geht bei dem Okay. Abercrombie weiter, daneben. Also. Das ist also eine Reihe bis dahin. Eins, zwei. Das ist auch wieder eine Reihe, ne? Nee, das gehört noch zur ersten Reihe dazu Okay. tatsächlich davon und da geht es mit dem nächsten weiter, die Abercrombie. Das sind die beiden, die zu einer Reihe gehören da. Drei. Die beiden genau zusammen, genau. Vier. Fünf. Sechs, du sagst, wenn es eine Reihe wird, ne? Genau. Sieben. Das ist eine Reihe, genau. Das ist eine Reihe bis Acht. dahin. Acht. Neun. Ja. Warte mal, jetzt ist er hier. Geht es da unten weiter, vorne direkt. Aha, warte. Das ist auch eine Reihe, das geht tatsächlich bis zu dem grünen Buch da vorne. Das ist hier von der Bardugo. Sehr gute Bücher übrigens, wenn du Fantasy magst. Ja, Schon mal gelesen vielleicht irgendwas von ihr? Nee, aber ich wollte tatsächlich gerne was von ihr lesen, Da kann ich nur verdammt. empfehlen, ich würde mit dem Lied der Krähen anfangen. Kommt auch übrigens bald eine Serie auf Netflix voraus. Ehrlich? Ja, jetzt in ein, zwei Monaten soll die tatsächlich rauskommen. So ein bisschen eine Mischung aus der Grisha-Reihe der ersten und dem Lied der Krähen. Ich bin gespannt, wie das wird. Warte mal, halt schon. Jetzt Warte, wo waren wir direkt rausgebracht. Hier mal 10, ne? War hier 10? Genau, das war 10. Die gehören zusammen, die beiden. 12, 13, hm? 14, genau. 15, die habe ich alle gelesen. Großartig. Hm. 16, Die gehören auch zusammen, genau. Geht's da unten mit den beiden weiter? 17, ja. 18, schade. 19, genau. 20. Oha, ich bin gespannt. Was ist denn das hier? Dämliche Dämonen. Genau. Drei Romane in einem. Das ist die gesamte Trilogie davon. Das ist so ein bisschen eine Parodie auf Fantasy dabei. Aha. So ein bisschen Okay. humorvolle Fantasy-Geschichten. Das halten wir mal kurz in der Hand. Wollen wir mal zum Thriller gehen? Können wir machen. Ist das bei Spannung, ne? Das ist drüben bei der Spannung. Da haben wir die Krimis und Thriller so ein bisschen gemischt dabei. Das habe ich auch schon Ja, Fitzek kennt auch die meisten tatsächlich. Ja. Oh. Der ist auch tatsächlich toll, obwohl ich mich am Anfang ein bisschen gestreut Ja, habe. die sind sehr brutal, die Bücher tatsächlich, wenn man ein Irre, bisschen reinkommt. oder? Wobei, wenn man das so mit den Festa-Büchern vergleicht, ist es harmlos. Also. Ich liebe Festa, das ist ja mein Lieblingsverlag, ne? Bisschen was von Edward Lee schon mal gelesen? Ja, ich habe sehr viel von Edward Lee. Oh, du. Ja, ich hab Big Cat gelesen, das erste Buch, und ich muss sagen, ich war am Anfang schon so ein bisschen überrascht, wie es da abgeht. Also. Big Cat war auch echt übel. Das war das erste Buch, wo ich etwas überblättert habe. Das war diese Szene mit dem Baby, die ich ganz gut Ach, der ist ganz am Anfang? Ah, okay.
So, dann machen wir es hier auch mal, ne? Jo. Eins, du sagst wieder, ne? Zwei, drei, oder? Genau, alle Autos sind komplett zusammen. Drei, das auch noch? Nee. Das ist eine eigene Reihe. Vier, fünf. Das sind das zwei identische Bücher. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau, die sind alle zusammen, das letzte nicht mehr. Elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Wobei das ist halt Hardcover und Softcover einmal. 20. Genau. Abgetaucht von David Baldacci. Wird das richtig ausgekommen? Ich glaube ja, ich bin mit dem Namen manchmal auch ein bisschen daneben. Nee, weißt du was, ich nehme das hier, weil ich das. Ich habe schon so viele Thriller zu Hause, aber das finde ich so ungewöhnlich, dass ich nehme ich hier. Das Cover sieht auch echt sehr spannend aus, muss ich sagen. Das ist schon, ne? Einfach was anderes, ne? Also nicht die typische High-Fantasy, die man sonst hat, sondern so ein bisschen humorvoller. Da freue ich mich drauf. Ja, bei dem Buch war ich mir tatsächlich ganz, ganz unsicher. Der einzige Grund, warum ich es dann genommen habe, war, dass das andere Buch ein Krimi war und Krimi ist nun überhaupt gar nicht meins. Aber, Leute, ich glaube, dass das Buch richtig, richtig cool ist. Ich habe mal schon ein bisschen reingestöbert und tatsächlich bin ich ein bisschen backen geblieben. Also ich habe schon angefangen. Ich lese euch mal die Kurzbeschreibung vor. Das ist im Übrigen von Royce Buckingham, Dämliche Dämonen. Das sind drei Romane in einem Band. Herzlich willkommen in Seattle, der Stadt mit den dämlichsten Dämonen, mürrischsten Monstern und fiesesten Finsterlingen. Nathan Grimlock wusste, dass es eines Tages dazu kommen würde. Eigentlich hätte er gut vorbereitet sein müssen. Doch so schnell hat er einfach nicht damit gerechnet. Sei es drum. Es ist, wie es ist. Früher als gedacht muss er das Erbe seines Pflegevaters antreten. Dieser hinterlässt ihm nicht nur sein Haus, sondern auch die Dämonen und Monster, die dort mit Nathan leben. Ein bunter Haufen nervtötender Kreaturen, die überall Chaos verbreiten. So wird Nathan zu einem Dämonenhüter, der nicht nur das schreckliche Tier wieder einfangen soll, er muss vor allem seine Schützlinge vor einem bösartigen Dämonenfresser retten. Doch das alles ist erst der Anfang, denn es kommt noch viel schlimmer. Und das ist eine Trilogie des Spiegel-Bestseller-Autors in einem Band. Das klingt doch irgendwie interessant, oder? Da freue ich mich schon drauf. Ich muss euch mal wirklich sagen, da freue ich mich schon drauf. Wartet mal, lasst mich mal kurz was gucken. Das Buch hat auch sehr, sehr gute Bewertungen. Bei Amazon über 4,5 Sterne. Und das, aber ich hätte es mir echt nicht gekauft. Also das, seht ihr, das hat sich schon gelohnt. Ja, das war schon sehr spannend. Gucken wir mal zur Aufgabe 2. Zweiter Punkt. Such dir mal die Farbe deines Geburtssteines heraus. Ich weiß, dass du im Dezember Geburtstag hast. Ich bin gar nicht sicher, was du für ein Sternzeichen bist. Und die Farbe, die dabei herauskommt, in der Farbe suchst du dann ein Buch aus mit dem farblich passenden Cover dazu. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und dann schlenderst du einfach mal ein bisschen, guckst mal, welche Farbe das ist und was dir da so für Bücher begegnet. Mein Geburtsstein ist der blaue Topaz und warum sich das mit dem Schlendern ganz schnell erledigt hat, das seht ihr jetzt. So, jetzt machen wir mal die nächste Aufgabe, okay? Alles klar. Ich hoffe, du bist dann immer auch gut auf dem Bild drauf. Auch wenn ich es nicht so schlimm. Ach ja, jetzt wird's spannend. Jetzt brauche ich ein Buch in der Farbe meines Geburtssteins. Auf die Frage habe ich jetzt noch vorbereitet, weil ich keine Ahnung hatte, was mein Geburtsstein ist. Das ist der blaue Topaz. Ach, okay. Also ein blaues Buch. Warte mal, jetzt haben wir ja ein... Ich sag mal, blau ist, glaube ich, relativ gut zu finden tatsächlich. So, ne? Oh, guck mal, hier ist doch schon mit der Welt blau, aber... Achso, genau, Fantasy habe ich ja jetzt. Was ist denn das hier? Boah, ich Krimi? Botanische Geheimnisse. Genau, das gehört so zu dem Genre der Reisekrimis oder Urlaubskrimi. Ich spiele halt immer in verschiedenen bekannten oder beliebten Urlaubsorten. Ach, Krimi ist ja tatsächlich nicht so meins. Ja, ich glaube, dann bist du damit nicht so gut aufgehoben, nein, tatsächlich. Nein? Warte mal, Wenn du so Thriller Horror suchst, haben wir da drüben rechts so Horror nochmal einzeln stehen. Okay. Genau, bei der Spannung ganz rechts, das Regal unten, haben wir eine relativ kleine Abteilung nur. Relativ viel Stephen King mit dem neuen, der gerade rausgekommen ist, dabei. Später. Genau. Gilt das schon als... Wenn du das Schutzcover abnimmst von das Schutzcover, ich glaube, das ist ziemlich blau, das Buch dann tatsächlich. Oh, Felix, du bist mein Held. Habe ich auch schon zu Hause liegen tatsächlich, ich habe auch direkt mitgenommen. Großer Stephen King-Fan. Ich auch. Ey Felix, wir beide, das funktioniert gut. Das passt gut zusammen, auf jeden Fall. Das nehme ich sofort mit, das hilft. Also das ist ein bisschen Schmutzcover draußen zum Schützen, das ist auf jeden Fall blau, das Buch, ja, würde ich sagen. Ja, genauso. Absolut. Oh mein Gott, das ging schnell. Oh, ich freue mich.
Hörst du eigentlich auch Hörbücher? Manchmal tatsächlich, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann halt, wenn ich lesen kann, mache ich mal ein Hörbuch an. Ja, ich auch. Und von Stephen King, die Bücher werden ja gelesen von David Nathan. Kennst du den? Das ist, kennst du vielleicht den Schauspieler Christian Bale? Ja. Die Stimme. Ah, okay, großartig. Ja, okay, dann weiß ich, wer es ist. Großartig. Ja, da hat der Felix mir ganz schnell das schlechte Gewissen genommen. Weil so richtig blau ist das jetzt auch nicht, ne? Aber es ist schon blau. Und das zählt auch. Ich sage jetzt einfach mal, das zählt. Da freue ich mich natürlich sehr drauf, ne? Das hätte ich mir jetzt so oder so holen wollen. Und ich bin da schon so gespannt drauf. Wisst ihr, was ich komisch finde? Das ist von Stephen King und ist so unglaublich dünn. Das finde ich schon komisch. Also Stephen King schreibt ja immer sehr umfangreich, ne? Das finde ich schon sehr dünn. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Ich fange nicht gern mit einer Rechtfertigung an, aber ich glaube, das tun zu müssen. Es geht um ein bestimmtes Wort, das ich ständig verwende. Es lautet später. Ich weiß, dass das monoton klingt, aber ich habe keine andere Wahl. Es gibt immer ein später. Ja, ich kann tote Leute sehen. Und das Ganze hier ist wohl eine Horrorstory. Also dann mal los. Klingt das nicht total interessant? Jamie Conklin wächst in Manhattan auf und wirkt wie ein ganz normaler Junge. Mit seiner alleinerziehenden Mutter Tia, teilt er jedoch ein Geheimnis. Er kann von klein auf Geister kürzlich Verstorbener sehen und mit ihnen reden. Und die Toten müssen all seine Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Tia ist Literaturagentin und hat sich gerade aus großer finanzieller Not gekämpft. Da stirbt ihr lukrativster Autor. Der lang ersehnte Abschlussband seiner großen Bestseller-Saga blieb leider unvollendet. Wäre da nicht Jamies Gabe? Das Befragen der Toten ruft allerdings auch ungewollt Dämonen herbei. Ist das nicht spannend? Also der Jamie wird wahrscheinlich den Roman beenden wollen. Leute, das ist das Allernächste, das ich lesen werde. Aber ich muss euch mal sagen, ne, das klingt jetzt nicht nach einem Stephen King, nach so einem typischen. Finde ich. Weiß jetzt auch nicht, woran ich das festmache, aber irgendwie fühlt sich das nicht an wie ein Stephen King. So, gucken wir doch mal die Aufgabe Nummer 3. Dann habe ich mir folgenden Punkt überlegt. Joker, du darfst mal einen lieben Booktuber, eine liebe Booktuberin oder vielleicht auch ein Familienmitglied oder eine Freundin anrufen, die ebenfalls gerne lesen. Und diese fragst du dann mal, was als letztes bei denen auf der Wunschliste gelandet ist oder welches Buch ihr letztes Highlight war. Und dann kannst du dir das gleiche Buch kaufen und ihr könnt euch im besten Falle vielleicht sogar danach mal darüber austauschen. Ja, da habe ich als allererstes Claudi von Beauty Butterflies gefragt. Der habe ich eine Sprachnachricht geschickt. Auf dem Weg zum Thalia. Und Claudi hat mir auch zwei ganz spannende Bücher genannt, die einmal bei ihr neu eingezogen ist und das auf ihrer Wunschliste gelandet ist. Allerdings haben wir das nicht gefunden, aber ich habe schlauerweise in weiser Voraussicht auch nochmal in die, wir haben so eine große BookTube-WhatsApp-Gruppe und da habe ich einmal die Frage reingeworfen. Und da kamen ganz, ganz spannende Vorschläge. Also war ich ganz gut gewappnet. Und einer der Vorschläge ist es dann auch geworden. Und welcher das war, das seht ihr jetzt. So, die nächste Aufgabe, Felix. Mhm. Und zwar soll ich einen Booktuber fragen, was als letztes auf seiner Wunschliste gewandert ist oder den letzten Neuzugang. So, jetzt tauschen wir weiter mal. Alles klar. Da rufe ich jetzt die Nachricht für. Schaue ich mal. Soll ich die irgendwie besonders laut machen, dass man die auch hört? Ja, das wäre toll. Also das letzte Buch, was ich mir gekauft habe, das war von oder ist von Neil Schusterman, Kompass ohne Norden. Das ist mal eine ganz andere Geschichte von ihm, ist auch schon ein bisschen älter. Und ich liebe ja seine Jugenddystopien und wollte alles von ihm lesen, deswegen habe ich mir das geholt. Hat auch sehr, sehr gute Bewertung. Habe ich Twice schon gelesen letztens. Echt? Aber ich hoffe, ich sage auch die Dystopien. Auch noch bei mir. Gutes Cover, ne? Ich freue mich, dass ich den King von Polen hat gelesen, tatsächlich. Das ist gut? Ja, tatsächlich. Ich sehe gerade nicht für die Jugendbücher, aber finde ich gut. Jetzt muss ich nochmal genau gucken, wie der Autor heißt. Das ist Alan Gratz, Vor uns das Meer. Da geht es um drei Flüchtlingsgeschichten, sind auch Jugendliche. Also auch ein Jugendbuch, wobei Anja gesagt hat, dass das auf jeden Fall auch absolut für Erwachsene geeignet ist. Und um drei verschiedene Fluchtgeschichten aus drei verschiedenen Zeiten, bin ich der Meinung. Also einmal aus der Jetztzeit, geht es vielleicht auch um den Zweiten Weltkrieg. Ich bin mir nicht sicher, aber drei. Nee, da spricht mich tatsächlich eher das von Neil Schusterman. Was hat sie gesagt? Was war das? Sehr, sehr gut. Also vor Ort habe ich da das Dry heißt das. Ist eine Dystopie, da geht es darum. Ja, das habe ich. Achso, das habe ich, genau. Genau, ansonsten haben wir drüben bei den Jugend-Fantasy-Büchern ein paar stehen von
Wollen wir mal gucken? Die Schüsse können wir rübergehen, genau. Also, die Nachtstunde, ich weiß, ob du es noch anhören. Achso, dann ja, hast du recht. Ich habe schon gelesen und sehr davon geschwärmt, hat auch super Bewertungen. Also, ja, zwei Bücher mit ernsteren Themen eigentlich, aber vielleicht ist ja was für dich dabei. Dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß bei der Schnitzeljagd und bin auf das Video jetzt schon gespannt. Da freue ich mich drauf. Schnitzeljagd ist immer richtig cool und die Buchläden haben wir wieder auf. Das stimmt. Von daher, ja, hab eine wunderbare Zeit. Habe ich. Ja, auf jeden Fall haben wir spannend. Das, ne? So, also, jetzt haben wir schon mal zwei. Zack. Jetzt wollen wir mal zu Nils Schustermann gucken. Alles klar, dann müssen wir einmal darüber drüben fangen. Machen wir? Folge dir unauffällig. Wunderbar. Mein Gott, ist ein Paradies. Also ich dürfte ja nicht im Buchladen arbeiten, ne? Erstmal gefährlich, ne? Nimmt immer was mit irgendwie. Muss aufpassen. Ja. Hier bei den Schustermann, genau, der schreibt ja auch. Und die Schustermann schreiben ja auch viel Dystopien. Ja, das zum Beispiel, stimmt. Das ist ja auch so eine Richtung Dystopie. Ja, das kenne ich auch, genau. Und da haben wir gerade, glaube ich, noch was anderes gerade da. Irgendwas Neues, mal gucken. Sabrina. Ich finde ja die Serie sehr cool. Ich glaube, noch ist dort nichts Neues. Ja, da müssen wir jetzt eigentlich auf die Kollegin warten, bis sie nachher kommt. Die kennt sich ja super aus, ihrer Abteilung. Ja, okay, glaub, warte viel, mal. Was hatte sie denn jetzt gesagt von Nils Schustermann? Was war denn das nochmal? Der Kompass ohne Norden war das. Ach so. Das ist ein bisschen älter schon, das haben wir nicht mehr da vor Ort. Ach so, ja. Halt, das uns reinbestellen. Ha. Warte mal. Ich könnte jetzt auch mal. Moment. Warte, ich guck schnell. Ich kann nachgucken. Oh, das ist ein Traum. Oder so. Ich verwechsel es gerade. Ich guck einfach gleich mal nach. Jetzt suchen wir nach zwei Handvoll Leben, suchen wir jetzt gerade, ja, ne? Und im Wasser sind wir schwerlos, das sagt mir leider nichts tatsächlich. Da müssen wir auch mal schauen, was wir da haben. Ach, ich scanne hier schon wieder alles ab, es ist so schlimm. Ja. Aber das von Nils Schustermann muss ich mir dann auch mal merken. Das klang auch sehr interessant. Ja, gerade die Dystopien sind ja doch wieder jetzt im Kommen, auf jeden Fall. Ja, also ich finde Dystopien tatsächlich auch sehr interessant. Im Bereich tatsächlich Jugendfantasy und bei Science Fiction, weil auch sonst Dystopien dabei sind, ein bisschen weniger. Also das ist aktuell nicht so viel. Das stimmt. Was da kommt. Aber soll ich euch mal sagen, was mich echt anlacht? Das hier. Oh, Leute. Ich glaube. Acht Stück, ja. Nee, ich hab's nicht gesehen. Aber ich hab's meiner Mutter geschenkt. Jetzt weiß ich. Oh, toll. Genau. Auch schön. Deswegen, wir kommen nämlich eigentlich aus der Ecke, wo die Autorin herkommt. Ach, tatsächlich? Ja. Sie haben es gelesen wahrscheinlich dann, ne? Nee, ich hab's nicht gelesen. Ach so. Das muss ich nämlich jetzt einsammeln, dieses Buch. Genau. Also sie meinte, es ist wirklich, die Geschichte ist wirklich gut. Vom Schreibstil her ist meine Mutter aber auch ziemlich anspruchsvoll. Okay. Meinte sie, hätte sie ein bisschen literarischer sein können, sozusagen. Aber die Geschichte ist toll und sie hat sich jetzt auch schon den zweiten Teil gekauft. Oh, wirklich? Der ist frisch im Taschenbuch raus. Also, deswegen, ich dachte, irgendwas war mit diesem Buch. Das Lied, wer weiß, wo das ist? Hier stand es. Ne? Hier stand es. Genau, da war es auf jeden Fall. Das ist umgezogen. Das neues Kram. Jetzt kann ich mal gucken, was wieder mitgekommen ist. Auf jeden Fall. Ich habe gerade irgendwie noch auf dem Wagen liegt. Sonst gucke ich gleich mal nach noch anderen Büchern. Guck mal. Also da waren ja noch mehr Vorschläge. 12.3. heute, oder? Nee, gestern. Nee, gestern, genau. Oder war ich gar nicht da? Warst du gestern da zufällig? Nee. Auch nicht? Nee. Dann gucken wir gleich einfach mal. Vielleicht liegt es auf dem Wagen noch. Oder wollen, kann sein. Wollen wir die Aufgabe einfach mal so weit nach hinten schieben? Genau. So, neues Jahr, neues Glück. Ich habe mir unter anderem vorgenommen, in diesem Jahr mehr Ratgeber zu lesen. Ich weiß, dass du auch sehr offen bist für neue Themen, dich gerne inspirieren lässt. Wir haben da auch schon die ein oder anderen WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht über alles, über Cleaning-Methoden, über Minimalismus und so weiter. Und ich möchte, dass du mal genau in dem Bereich ein bisschen die Seele baumeln lässt, ein bisschen schlenderst. Und vielleicht findest du so auch einen Ratgeber, der dich anspricht, der dich vielleicht auch noch weiter mit dem Thema unterstützen kann, mit dem du dich vielleicht auch gerade auseinandersetzt und dich da vielleicht so ein bisschen pusht und so. Und ich hoffe, dass du dann da was Schönes für dich findest. Frau Felix, kann ich dir nochmal die Kamera machen? Ja, natürlich gerne, gar kein Problem. Und zwar ist die nächste Aufgabe ein Ratgeber, der mich anspricht. Ratgeber, da müssen wir einmal rübergehen in die Abteilung. Drüben ist es bei Ernährung, gutes Leben und so weiter dabei. Einfach hier hinten einmal lang. Genau, Kasse vorbei. Achso, ah ja, sehe ich schon. Und ich habe jetzt überlegt,
Ich beschäftige mich gerade so mit dem Thema Minimalismus. Mhm. Vielleicht finden wir ja ein Buch, was sich so um Minimalismus dreht. Oh ja, das war ja auch jetzt vor ein, zwei Jahren, bevor es angefangen hat, sehr beliebt das Thema. So ein paar Sachen müssten wir da haben tatsächlich. Ich kann es dir nicht vorstellen. Ich habe 30 Tage lang jeden Tag ein Teil ausgemistet. Also nee, halt stopp, nicht jeden Tag ein Teil, sondern jeden Tag ein Teil mehr. Am Ende waren es 465. Das ist keine Vorstellung, wie meine Wohnung jetzt aussieht. Genau, hier bei Bewusster Leben wird das ja dabei sein, in dem, ne? Regal tatsächlich. Lass mal gucken. Super Sex beginnt mit 50. Das bin ich noch nicht. Moment. Wenn du schon was siehst, sagst du Bescheid. Kann ich auch mal mit. Hier haben wir zum Beispiel Minimalismus. Oh. Direkt von GU. Aha. Ansonsten, ich habe den Namen vergessen, auch die hat auch eine Serie auf Netflix, Thematik Aufräumen. Guck mal, hier weniger ist mehr. Ist auch ein interessantes Thema. Oh, das würde ich auch direkt nehmen. Also rein Minimalist bin ich ja nicht. Also nicht dieser, weißt du, dieser, ich habe nur 100 Teile in meiner ganzen Wohnung. Minimalist, das ist nicht für mich. Reset, weniger ist mehr, das klingt doch auch interessant. Weltrettend für Anfänger. Was ist denn das? Ich vermute, das ist vom Titel her Thematik Umwelt eher. Ja. Also dann drüben ist noch das Minimalismus-Projekt vom GU. Hier vorne. Ach ja. 52 praktische Ideen für weniger haben und mehr sein. Oh, das klingt toll. Ist ja schon immer so ein bisschen praktische Anleitung dabei ist direkt, ne? Ja, das noch ich mal. Oh, ja, kannst du mal bitte machen? Na klar. Danke. Ja, sehr schön. Warte mal, irgendwas hatte ich hier noch? 4 Fragen, die alles verändern. Oh Mann. Kein Stress. Das kann man immer gebrauchen, also. 60 ist das neue 40. Das Leben ist so kurz für Mimimi. Oh, das sind ja alles interessante Bücher. Ja, gerade so in dem Bereich, was das angeht, ist natürlich einiges dabei, was es so gibt. Ja. Die sich Stress machen, sich zu viel Gedanken machen, zögern. Das ist, auch so eine, das ist ja auch so ein bisschen so eine Burnout-Gesellschaft geworden, ne? Das stimmt, sehr schnell geworden alles, das fühlt sich dazu bei. Menschenentschlüsse. Kriminalpsychologe erklärt, wie man spezielle Analyse im Alltag nutzt. Aber wenn du sowas interessiert, auch sehr spannend von Joe Navarro, kennst du vielleicht? Nee, sehen, was andere denken. Genau, der war mal Profiler, soweit ich weiß, und hat halt seine Tipps und Tricks aufgeschrieben, wie man das erkennt, was Menschen wirklich denken, glauben, Menschen analysieren. Nur einmal kurz die Haare in das Ohr streichen, das bedeutet schon direkt was. Der praktische Guide, mit dem sie jeden durchschauen. Das ist ein super spannendes Thema, finde ich, dieses Verhaltensanalyse auf jeden Fall. Also, das kann man auch mal sehr gut lesen. Ich glaube, dann nehme ich das. Oh, hier liegt es. Das ist aber sehr schwierig. Nee, warte mal, ich kann das nicht nehmen. Ich muss ein Thema nehmen. Ach, warte mal, sehen, was andere denken. Ich muss es mir mal merken. Ich muss ein Thema nehmen, was Joe Navarro, mit dem ich mich schon beschäftigt habe. Okay, das kannst du noch mal? Na klar. Und ich habe mich mit Minimalismus schon beschäftigt, obwohl ich mich damit auch gerne mal beschäftigen würde. So, okay. Der Masken. Ja, das ist es also geworden, das Minimalismus-Projekt von Christoph Herrmann. Das hat auch sehr, sehr, sehr gute Bewertungen auf Amazon. Ich habe natürlich schon nachgeguckt. Es ist krass, Leute, dieses Buch ist unfassbar schwer. Das ist schwerer als die dicksten Bücher, die ich hier gerade habe. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, ne? Das ist das Minimalismus-Projekt, 52 praktische Ideen für weniger haben und mehr sein, einfach bewusster leben. Ich lese euch mal wieder vor, was hier auf der Kurzbeschreibung steht. Lasst euch überraschen, wie viel mehr Zeit, Geld und Zufriedenheit dir ein minimalistisches Leben schenken kann. Christoph Herrmann betreibt den meistgelesenen deutschsprachigen Blog zum Thema Minimalismus und setzt dieses auch seit Jahren mit großer Leidenschaft in seinen Alltag um. Hier verrät er dir die 52 besten und effektivsten Wege, um dein Leben zu entschleunigen, es leichter zu machen, ärmer an Ballast und reicher an Glücksgefühl. Du findest spannende Ideen für alle wichtigen Lebensbereiche.
Probiere einfach jede Woche eine aus oder nimm dir gleich deine drängendsten Baustellen vor. Oder lass dich beim Blättern inspirieren. Ein echtes Highlight zum Schmökern, Ausprobieren oder Verschenken. Das klingt toll, oder? Da bin ich natürlich mega gespannt drauf. Also bei den Ratgebern lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick, obwohl man da wahrscheinlich eher so vorbeigeht dran. Ne? Aber das werde ich auch nicht mehr machen. Also das war fast die interessanteste Aufgabe für mich, muss ich mal sagen. Auch weil ich mit Felix so ein bisschen durchgeschmökert bin. Ne? Ja, freue ich mich sehr drauf. So, Sarah, letzte Aufgabe. Entschuldigung, müssen wir kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Ich habe im letzten Jahr wirklich tolle neue Autoren für mich entdecken können. Und vielleicht ist es dir genauso gegangen, dass da irgendwie eine Person dabei war, wo du dachtest, wow, das Buch hat mich umgehauen. Ist es vielleicht sogar bei deinen Jahreshighlights gelandet? Und kauf dir doch ein weiteres Buch von diesem Autor oder dieser Autorin und entdecke vielleicht so neue, schöne Schätze für dich. Und dann kannst du mal gucken, ob das so ein Glückstreffer war oder ob du da weitere Highlights für dich entdecken kannst. Und da bin ich sehr gespannt. Ich kenne deine Highlights mehr oder weniger. Und vielleicht ist da wirklich jemand dabei, von dem du erst ein Werk gelesen hast. Oder vielleicht ist es auch jemand, den du schon länger verfolgst und der hat ein neues Buch rausgebracht vor kurzem. Und das sind meine Aufgaben für dich. Ja, da hat mich Sarah so ein bisschen vor eine Herausforderung gestellt. Ich habe mal mein Leseverhalten reflektiert und habe festgestellt, dass ich in den meisten Fällen tatsächlich Bücher von Autoren lese, die ich schon kenne. Trotzdem waren im letzten Jahr einige Bücher dabei, von Autoren, die ich noch nicht kannte vorher. Und welches Buch ich da entdeckt habe, das seht ihr jetzt. Also, da habe ich entdeckt. Mikkel Robrand, da ist gestern ein Buch rausgekommen, aber weiß ich nicht, ob das jetzt schon hier ist. Hidden Worlds heißt das. Hidden Worlds? Ja, da habe ich den ersten Teil gelesen, grandios. Ist das Fantasy zufällig? Ja. Oh, das müsste ich da haben. Ich glaube, das habe ich sogar schon seit 2-3 Tagen. Hier, komm mal mit, wir schauen mal nach. Ich flippe aus, Felix. Soll ich mal kurz sein? Ach, gerne, machen wir das. Wenn ihr das jetzt da habt, dann fange ich an zu schreien. Ich guck mal mit. Ah, hier, da ist das zweite. Ich flippe aus, das nehme ich sofort mit. Dann tauschen wir noch mal ganz kurz. Ich flippe aus. Und davon habe ich nämlich schon erzählt. Und das war, habe ich als Hörbuch auch gehört. Das war großartig. Hm? Also wenn man so auf Harry Potter steht, ich vergleiche das ja nicht so gerne, aber dann ist das das Buch. Leute, das war ein Glücksgriff, ne? Das ist der zweite Band von Mikkel Robrand, Hidden Worlds, die Krone des Erben. Das war ja das allererste, was ich mir aufgeschrieben habe, als Sarah die Aufgabe genannt hat, war der erste Name, den ich mir notiert habe, Mikkel Robrand. Der ist noch unglaublich jung, ich glaube Baujahr 91, ist das nicht unglaublich? Leute, der schreibt eine so tolle Geschichte hier und da habe ich gehofft, dass das im Thalia schon liegt und tatsächlich, ich war total happy, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe mir natürlich noch andere aufgeschrieben, andere Autoren, zum Beispiel die Autorin von Meine dunkle Vanessa, Chris Colfer habe ich mir auch noch aufgeschrieben, hat mir auch sehr gut gefallen, aber das war natürlich mein Favorit und ich hoffe, dass mir der zweite Band genauso gut gefällt wie der erste. Der erste war ja ein ganz großes Jahreshighlight und ich mache diesen Vergleich ja so ungern, ihr habt das ja gerade gesehen, aber wenn ihr Harry Potter mögt, dann tatsächlich, kann ich das sagen, solltet ihr euch mal diese Reihe anschauen. Sonst finde ich ja Vergleiche mit Harry Potter sehr schwierig. Ne? Nicht, dass es eine ähnliche Story hat, aber es ist genauso verfänglich wie Harry Potter. Verfänglich, was das Lesen angeht. Also ihr kommt da nicht mehr weg von. Das trifft euch sofort, das lässt euch nicht mehr los. Ihr wollt unbedingt weiterlesen. Also das hat genauso einen Lesespaß gemacht wie Harry Potter. Dass ich das mal sagen werde. Worum es jetzt hier geht, das verrate ich euch mal nicht, weil ich... wenn ich euch das jetzt hier vorlese, dann spoiler ich euch tatsächlich, was den ersten Band angeht. Ja. Aber hier geht es um Elliot, heißt der Elliot? Er ist 19 Jahre alt, ja. 19 Jahre alt und arbeitet, also es geht im ersten Band darum, und arbeitet bei Maggis. Ich glaube bei Maggis. Auf jeden Fall in irgendeiner Fastfood-Kette. Und Elliot wird rausgeschmissen tatsächlich. Elliot ist aber auch verantwortlich für alles. Also er lebt mit seinem Vater in einer total heruntergekommenen Wohnung. Die Mutter hat die beiden verlassen
Der Vater ist völlig depressiv geworden, kriegt sein Po nicht mehr hoch. Und Elliot ist verantwortlich für die Miete, für den Einkauf. Also er kümmert sich eigentlich um alles mit 19 Jahren. Ganz schwierige Situation. Jetzt ist er ja gefeuert worden und findet tatsächlich keinen neuen Job. Jetzt ist Elliot natürlich mega verzweifelt. By the way, das spielt in Schottland, grandios. Jetzt ist Elliot natürlich mega verzweifelt und sein Vater kommt so ein bisschen aus der Lethargie raus und sagt Elliot, er hat einen Bekannten, da hat er noch etwas gut. Also sein Vater hat bei diesem Bekannten noch etwas gut und Elliot soll sich dort mal melden. Und das ist einer, der hat einen Laden, ich glaube, der verkauft Schottenröcke, bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Und dort bewirbt sich also Elliot, geht hin und wird erstmal empfangen von so einer Art Türsteherkater. Und dieser Ladenbesitzer, der Schottenrockverkäufer, ist auf jeden Fall nicht das, was er zu sein scheint. Und dieser Laden ist eigentlich nur augenscheinlich ein Laden. In Wirklichkeit ist das ein Tor zu einer unglaublich fantastischen Welt. Und da geht Elliots Reise hin. Leute, das ist eine ganz, ganz grandiose Geschichte. Und auch das Hörbuch kann ich euch total empfehlen. Und jetzt freue ich mich so sehr, dass ich das Buch endlich habe. Das ist im Übrigen auch so eine, also das ist jetzt der zweite Band, das wird eine Trilogie. Und das ist eine, ich kann jetzt nur für den ersten Band sprechen, aber ein Buch, das euch, solltet ihr eine Leseflaute haben, da wieder rausholt. Großartig. Warte mal, jetzt brauchen wir bloß noch diese eine aufgeschobene Aufgabe, ne? Genau, das waren ja zwei Handvoll Leben. Wenn wir das jetzt nicht finden, dann kommt. Ich glaube, ich sehe es da vorne sogar schon liegen gerade. Toll. Mal kurz gucken, ob das stimmt. Zwei Handvoll Leben. Oh. Wurde das denn einfach hingelegt? Ja, Leute, ich glaube, dann haben wir es. Dann haben wir alles. Ja. Wunderbar. Toll. Das ist ja gar nicht mein Genre, ne? Aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Ja, ab und zu mal so ein bisschen anderes lesen. Schon, ich habe von Carla Tosiini gelesen, Drachenläufer und Tausend strahlende Sonnen. Auch gar nicht mein Genre, ne? Das war großartig. Aber ich finde, ab und zu braucht man es mal, wenn man immer nur ein Genre liest, irgendwann hat man halt ist so, oder? So übersättigt davon. Ist man, sage ich mal, muss was anderes zwischendurch mal lesen. Schon. Und man Abwechslung. Hat dann auch so die Scheuklappen auch, ne? Absolut, auf jeden Fall. Ich glaube, das zählt auch. Ich habe ja eigentlich nicht nur einen Booktuber gefragt, ich habe ja mehrere gefragt, ne? Das ist jetzt das Buch, das bei Sandra von Vegan Sandra auf der Wunschliste gelandet ist als letztes. Und zwar von Katharina Fuchs, Zwei Hand voll Leben. Ja, und das ist überhaupt gar nicht mein Genre. Und trotzdem ist mir das tatsächlich von all den Vorschlägen, die da kamen oder von all den Büchern, die da genannt wurden in der Gruppe, ist mir das so hängen geblieben. Und ich weiß nicht, ob das was mit dem Nachnamen zu tun hat. Ich bin da so ein Fuchs-Fan, ne? Es kann sein, dass das hier von, dass ich da ein bisschen geleitet wurde durch den Nachnamen. Wisst ihr, wie ich meine? Und zwar geht es hier um zwei starke Frauen, zwei deutsche Schicksale, zwei wahre Geschichten. Berlin 1919. Das Kaufhaus KDW sucht Verkäuferinnen. Für die 19-jährige Schneiderin Anna die Chance ihres Lebens, Armut und Entbehrung des Spreewalds zu entfliehen. Zur selben Zeit wird die Gutsherrentochter Charlotte von ihrer Tante und deren jüdischem Ehemann in die Leipziger Gesellschaft eingeführt. Beide begegnen der Liebe ihres Lebens und treffen verhängnisvolle Entscheidungen. Als sie sich nach Kriegsende in den Trümmern Berlins begegnen, zusammengeführt durch die Ehe ihrer Kinder, sind sie durch denselben Schmerz verbunden, den sie erst einander wirklich offenbaren können. Ja, oh, kriege ich direkt Gänsehaut, obwohl es gar nicht mein Genre ist, aber das klingt schon irgendwie toll, ne? Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich meine, im Intro steht ja nicht umsonst, ob es das auch als Hörbuch gibt, ne? Also gucken wir jetzt mal, ob es das auch als Hörbuch gibt. Zwei. Guckt mal, da wird mir direkt vorgeschlagen. Zwei Handvoll Leben. Tatsächlich. Dann werde ich das mal auf den Merkzettel packen. Oh, das hat richtig gute Bewertungen, Leute. Von fast 3200 Bewertungen, 4,6 Sterne. Oh, Felix, ich glaube, wir haben es. Haben wir alles? Oh, toll, super. Alles klar. Rechnen wir beides ab? Genau, das machen wir. Ich müsste nur einmal ganz kurz die Kassen noch hochfahren, weil das haben wir noch nicht gemacht. Das machen wir. Ich glaube, ich kann die Kasse hier ohne Schublade anmachen. Schneller. Was kann ich ohne Schublade anmachen? Ich kann die Kasse ohne Schublade anmachen, also wo die Kassenzahlung tatsächlich ist. Das geht ein bisschen schneller. Ich wollte gerade sagen, kein Stress, kann ich dir einen Ratgeber empfehlen. Felix, ich muss mal kurz noch mal zu dem einen Regal wandern, was mich da immer anlacht. Moment. Das ist aufgetaucht.
Es ist aufgetaucht. Lag hier vorne mit dabei. Vielen Dank für die Hilfe. Sehr nett. Also dieses Buch hier, Leute. Ich sag mal, das lacht mich ja auch sehr an. Oh. So. Ey. Guckt euch doch nochmal das bitte an. So. So. Halt, das habe ich schon bezahlt. Oh ja. Ja, vom ganzen Comic-Tag, die Taschen noch, ist ja leider ausgefallen tatsächlich. Was ist ausgefallen? Der ganze Comic-Tag. Ach so. Das stimmt, das stimmt. Bist du auch auf der, gehst du auch auf der Buchmesse nach Leipzig zum Beispiel? Bist du da auch? Leipzig war ich bisher noch nicht, da wollte ich jetzt, wollte ich ja hin, ist ja auch ausgefallen, logischerweise. In Frankfurt war ich jetzt zweimal schon. Tatsächlich? Hm? Ach Felix, vielen Dank, hast du mir sehr geholfen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Bei mir auch. Achso, und dann wollte ich dir natürlich noch eine Frage stellen, Moment. Das waren meine Aufgaben. Ich hoffe, du kannst mit denen mehr oder weniger was anfangen und bin total gespannt, welche Bücher dann neu bei dir einziehen werden und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Sarah, das waren richtig, richtig tolle Aufgaben. Hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal machen können oder wir lassen uns einfach irgendwas anderes einfallen. War super und ich möchte mich unbedingt noch bei Felix bedanken. Der hat nämlich so toll mitgemacht. Grandios. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen... Es ist auch ein bisschen awkward, wenn man mal so ehrlich ist, ne? So im Buchladen zu filmen und generell zu filmen, wenn man das nicht so ganz gewohnt ist. Felix, du hast das total super gemacht. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich war ganz bestimmt nicht das letzte Mal mit meiner Kamera bei euch. Darüber haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Ne? Ein Buch habe ich mir im Übrigen noch geholt. Das hat jetzt aber mit der Schnitzeljagd nichts zu tun. Deswegen verrate ich euch das in dem Video mit meinen nächsten Neuzugängen. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr hattet beim Zuschauen genauso viel Spaß wie ich beim Mitmachen. Wenn euch gefällt, was ich hier so fabriziere und wenn ihr gerne mehr davon sehen möchtet oder wenn ihr generell mehr Vlogs sehen wollt oder mehr mich unterwegs sehen wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich gucke mal, was ich mir da überlege. Ich habe ja eigentlich immer relativ viele Ideen. Abonniert auch unbedingt den Kanal, da würde ich mich wirklich freuen. Da unterstützt ihr mich tatsächlich auch sehr und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.